Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Plantura-Schlupfwespen gegen Kleidermotten. Wenn du noch unsicher bist, ob diese Bekämpfungsmethode gegen Kleidermotten für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mitgeben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zu diesen Schlupfwespen gegen Kleidermotten werde ich dir in der Videobeschreibung verlinken. Grundsätzlich ist das sehr interessant, wie ich finde, das ganze Thema, wie Schlupfwespen zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden. Wie ich finde, durchaus eine faszinierende Methode in Sachen Schädlingsbekämpfung. Und was du hier aus dem Hause Plantura bekommst, das halte ich durchaus für ein interessantes Angebot. Es geht eben darum, Kleidermotten zu beseitigen. Die sind sehr nervig, wenn man seine schönen Kleiderstücke in Ruhe und Frieden im Schrank lagern möchte, dann aber, ja, Motten sich da einnisten, ihre Eier da reinlegen oder so. Das empfinden viele Leute als unhygienisch und deswegen, ja, gibt es eben einige Methoden, diese Motten wieder loszuwerden, und Schlupfwespen sind, wie ich finde, da auch besonders interessant, weil es eben eine biologische Methode ist, um die Motten loszuwerden, ja. Was für viele Leute als angenehmere Methode als irgendwelche Gifte oder so angesehen wird. So, wir können uns ein paar Eigenschaften dieser Plantura-Schlupfwespen gegen Kleidermotten hier auch noch genauer anschauen. Sie sind extrem zuverlässig in der Bekämpfung von Kleidermotten sowie Pelzmotten. Die Nützlinge arbeiten sehr gründlich und kommen in jede Ritze, um Motteneier aufzuspüren. 100% chemiefrei und komplett natürliche Bekämpfungsmethode gegen Kleidermotten. Unbedenklich für Mensch, Haustiere und Textilien für einen effektiven, aber schonenden Einsatz in Haus und Wohnung. Hier auf der Angebotsseite von Amazon, da sind bei den Bildern auch noch sehr nützliche Informationen, wie das alles funktioniert und so weiter. Kannst du dir auf jeden Fall auch nochmal anschauen, falls du dich dafür interessierst. Ich finde, man merkt hier wirklich, dass Schlupfwespen gegen Kleidermotten, dass hier von Plantura auch wahrlich Experten am Werk sind. Ich finde, das merkt man an den ganzen Informationen hier rund um dieses Produkt. Und deswegen halte ich es in der Tat für eine interessante Möglichkeit, um die Kleidermotten wieder loszuwerden. Denn wie bereits gesagt, wer findet es schon angenehm, wenn Kleidermotten im Kleiderschrank wüten, da überall ihre Eier ablegen? Gerade für Modefreunde meistens keine schöne Erkenntnis, und ja, damit so einer natürlichen, biologischen Lösung zu arbeiten, kann durchaus eine interessante Option sein. Preislich finde ich persönlich fair, was dir hier geboten wird von Plantura, aber ganz klar, das muss jeder Freund der mottenfreien Kleidung dann auch selber beurteilen und bewerten. Das ist hier nur meine Einschätzung. So, generell, wie bereits gesagt, halte ich die Plantura-Schlupfwespen gegen Kleidermotten durchaus für eine gute Option, um die Kleidermotten wieder loszuwerden. Das Amazon-Angebot dazu verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass dir mein Video weitergeholfen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen, hoffentlich bald mottenfreien Tag. Alles Gute, ciao.